Und wenn man rumgepimmelt hat, dann kann man auch wieder arbeiten. Da habt ihr total recht, Freunde. Das sehe ich aus meiner Perspektive sehr, sehr ähnlich. Nur halt auch ein bisschen anders vielleicht. Wo sind denn jetzt schon wieder 19 aggressive Tiere? Diesmal sind sie da unten. Da habe ich allerdings noch keinen Turm hingestellt. Das ist vielleicht auch so ein elementares Problem. Wir müssten da unten nochmal einen Turm irgendwo hinbauen. Das ist was, was ich jetzt da mal so für den nächsten Auftrag geben werde. Wir werden hier einen Turm reinkloppen. Einen machen wir hier hin. Und einen machen wir hier unten hin. Und dann machen wir noch einen hier hin. So, das ist erstmal der nächste Auftrag. Und weil ich aus Erfahrung weiß, wo ist denn der Quinn? Wo läuft denn der rum? Der kommt von da unten. Okay, der transportiert noch Zeug. Gut, wenn der das transportiert hat und angekommen ist, dann werde ich da loslaufen und werde die schießen lassen. Ich habe keine andere Wahl. So. Und bevor du jetzt auf den Trichter kommst, diese scheiß Zielscheibe zu reparieren, werdet ihr alle einberufen und das nach hier unten. So, Quinn ist schon da. Jetzt müssen wir nur noch auf den Rest warten. Ich weiß auch gar nicht, warum die rot sind. Keine Ahnung. Ob das was zu sagen hat? Ja, bestimmt. So, pass mal auf. Ich weiß jetzt nicht, wo der Erste hier ist, aber ich hoffe mal, das ist der Erste. Oh, das Talas kann nur auf Nahkampf. Das ist schlecht. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, das ist nicht gut. Oh. Ich befürchte, das war wieder eine meiner schlechteren Ideen. Aber Talas hat zumindest noch diese elektronische Lanze. Machen wir die großen kaputt. Oh, das Emmeling geht auch steil sterben. Ja, das Problem ist, ich habe auch nicht so viele, die, glaube ich, Nahkampfwaffen haben. Wir müssen da auf jeden Fall, falls wir das jetzt überleben, dafür sorgen, dass das hier. Oh, das mit der Emlyn sieht nicht gut aus. Talas, geh mal da rüber. Du musst da mal rinknallen, Alter. Ich weiß auch gar nicht, wo die rumsteht. Ah, das ist die da, die stirbt. Da kann ich gar nichts machen. Die wird sterben. Geh da hin, mach das Vieh tot. Emlyn, rette dich. Ich empfehle es dir. So, wie sieht's denn hier aus? Der Rest, der kann noch. Gut. Die werden natürlich dadurch, dass sie dann auch ständig verletzt werden, natürlich auch nicht besser, die Jungs, ne? Dass die ständig da irgendwie rumkrüppeln. Na, eben da einfach einen Kopf weg. Was haltet ihr dann davon? Außer Abstand. Oh, diesmal ist es wirklich. Diesmal war es wirklich eine heiße Sache. Für alle. Diesmal war es wirklich eine halbe. Ja, Emmeline ist unterkühlt. Rüstet aus. Die soll sich hinlegen. Die ist tot, Alter. So, pass mal auf, Talas. Du kannst dich ja selber heilen, ne? Das machst du auch mal. Ja, neues Insektennest. Da habe ich jetzt keine Zeit für. Ich muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass die sich hier selbst heilen, damit die dann den Rest heilen können. Scheiß da. Und da müssen wir Waffen bauen. Wir müssen also dazu sehen, dass der forscht, Alter. Das ist ja eine Katastrophe.
hab vergessen anzumachen, Entschuldigung. Aber war auch nichts Wichtiges. Ich habe eh nur zugeguckt, wie die sie versucht zu behandeln und dabei halt schreit. So, jetzt muss er... Zehen behandeln. Junge, das war eine ganz schön haarige Sache. Talas geht schlafen. Alles klar. Gut. Doch Quindu. Es sieht für alle nicht so gut aus. Oha. Oha. Bewusstsein. Linker Fuß. Schnitt behandelt, behandelt, behandelt. Na gut. Also wenn das so das Ergebnis von dem ist, was bei rauskommt, Himmel, Herrgott, dann müssen wir auf jeden Fall, dann kann man nur hoffen, dass es wieder Rimworld-Behandlungsmethoden gibt, wo die Beine ersetzt werden. Ach du Scheiße, das ist bei Quinn ja nicht besser. Was hat dann der Quinn jetzt? Jetzt sitzt er da. Warum sitzt er denn da? Ach, du Scheiße. Das Emmeling geht schon wieder. Alles klar. Vielleicht ist es auch der Hunger. Talas geht auf jeden Fall erstmal wieder schlafen, hat hier leichte Schmerzen. Aber für eine Kippe reicht es offensichtlich. Na, Quindu läuft auch schon wieder ein bisschen schneller. Der zieht sich jetzt auch erstmal was rein. Ja, das kann ich verstehen. So. Und, Quinn, läuft es wieder besser? Da halten sich alle wie irgendwelche Körperstellen. So, kalt ist es. Wieso ist es kalt? Hier drin sind 20 Grad. Ich hoffe, dass es kalt ist. Oh. Na, kalt will ich nicht hören. Wir müssen Waffen bauen. Zeig mal her. Der Speer muss ganz hoch. So, was hast denn du? Wie ist denn deine Bewaffnung? Wie sieht denn das aus? Okay, du hast noch eine... Okay, die hat das. Talas hat kein Gewehr mehr, das ist schlecht. Und der hat keinen Speer mehr, das ist auch schlecht. Gut, Talas muss erstmal Ausrüstung anlegen, das ist wichtig. Und da muss weiter geforscht werden, Alter. Da geht nichts drüber. Der repariert die Deckenlampe, die besorgt Zeug für den Speer, das finde ich ist richtig. Sie transportiert Essen zu den Tieren, er repariert die Zielscheibe, Talas erntet, wird doch sinnlos irgendwas. Was da noch gewachsen sein könnte und was er für... Und jetzt pflanzt er aber da was. Oh mein Gott, Talas, Junge. Geh forschen, das ist viel wichtiger. Herabfallende Raumschifftrümmer, naja, das ist auch... Das ist mega hilfreich. Ja, da könnten Sachen bei rauskommen, das ist richtig, aber. Boah. Geht mir auch alles auf den Sack. Sie erstellt zumindest mal gerade was. Da Euphorie macht sich breit. Jetzt wäre ich irre. Was macht denn Talas schon wieder? Hat er meditiert irgendwie? Oder boxt oder keine Ahnung. Macht einen Spaziergang. Er spielt Dart. Und der schlägt den Pfahl. Streichelt Bärbel. Zeig mal gerade, was haben wir denn an Steinen? 600. Gut, wir gehen mal weiter gucken, ob wir noch mehr Steine kriegen. Was muss ich denn da? Was ist denn der Knopf dafür? Für Abbauen der Knopf ist L. Gut. Dann kann ja Dings mal da abbauen gehen. Aber hier werden Speere angefertigt. Und die besorgt Zeug für... Das ist auch gut. Aber was man braucht, dafür weiß ich nicht. Talas hat das gleich geschafft, fertig zu forschen. Dann können wir das verbesserte Pulsgewehr bauen. Aber der hatte kein Pulsgewehr, ne? Der hatte eine Railgun oder irgend sowas, ne? Das verbesserte Pulsgewehr ist erforscht. Jetzt ist erstmal der erweiterte Forschungstisch am Start. Und danach käme das Kauwurzelöl. Aber das kannst du wegmachen. Dann machen wir erstmal das und gucken, was da noch so geht. Wir könnten leichte mechanische Mechs bauen. Da brauchen wir aber richtig viel von dem Kram für.
Dafür braucht er 3 Tage. Und dann ein automatischer Scheinwerfer. Kraftfeldbarriere, Befestigung aus Beton. Ich weiß nicht, ich mach das einfach mal. Ich mach das, aber der braucht ja sowieso 7 Tage für den Nanoröhrendrucker. Das würde ich irgendwie gerne erleben. Ist dann vielleicht mit dem neuen Forschungstisch auch leichter, ich habe keine Ahnung. Wir können auf jeden Fall jetzt das verbesserte Pulsgewehr bauen. Dafür braucht man auf jeden Fall relativ viel von dem Kram. Kann man das hier bauen? CPU-Kerne, Waffen anfertigen. Wir können eine verbesserte Version des Pulsgewehrs. Das kann man hier machen und die Laserpistole kann man hier machen. Und das normale Pulsgewehr. Ich würde mal sagen, 20, 15, ich würde mal sagen, davon bauen wir mal 4. So. Und das machst du auch mal in allererster Linie. Der das baut, der ist jetzt dafür zuständig. Wir haben einen kaputten Gefrierschrank. Was ist los? Quinn baut ab, hat keine Zeit. So, die macht für Öl, die kocht. Ja gut, die muss auch kochen. Es ist mit den Rationen, ist eng. Oh, dann wird was am Schmelzofen erledigt. Jetzt werde ich ja ganz wahnsinnig. Was macht die denn da rein? Ich glaube, kein Altmetall. Nee, die macht da Steine rein. Die macht Beton. Die macht auf keinen Fall das, was sie soll. Okay, wir können jetzt hier was bei Wissen bauen. Da können wir den neuen Forschungstisch bauen. Was muss ich dafür haben? 3 elektronische Geräte brauche ich dafür. So, pass mal auf. Zacki. Auf Lager 20. So. Und jetzt pass auf. Den kann man den hinstellen. Den kann man hinstellen. Und dann sagt er mir, dass er nicht genug Teile hat. Gut. Und warte. Quinn baut den. Talas forscht. Talas wird jetzt die Elektrogeräte anfertigen. Das wird jetzt Talas machen, egal wie schnell der damit ist. Weil der Quinn würde den gern bauen und ich glaube, wir haben dafür nicht das Material. Und jetzt geht er abbauen, weil er das nicht kann. Jetzt wird sich hier über Jagdtechnik gestritten. Die sollten lieber zusehen. Naja, das wird jetzt Talas erstmal fertig machen. Das ist mir auch egal, ob der das gut findet oder nicht. Das interessiert mich überhaupt gar nicht. So, er hat ein Anfertigen jetzt Stufe 3. Jetzt trägt er das Ding da raus und kann sich freuen. Und am nächsten Tag, anstatt zu forschen, wird das damit weitergehen, mein Freund. Ach süß, mit seiner Armbrust da. Wie goldig. Quinn transportiert wahrscheinlich die Steine. Das Katina geht auch schlafen. Die muss aber erst von Günther nach Hause kommen. Und der Weg für Quinn wird ja auch nicht besser, ne? Der muss jetzt erst nochmal was essen. Jetzt läuft hier so ein Rhinoceros durch unser Zimmer hier. Auch Wahnsinn. Na, jetzt fehlt nur noch ein. Also 2 von den Teilen. Und danach müssen wir unbedingt Waffen bauen, Alter. Das kannst du dir nicht mehr mit angucken. Das ist ja Horror. Emmeline freut sich über das geräumige Schlafzimmer. So, bringt Essen. Ja, ess mal was, komm. Und was du danach machst, das entscheidet dann ich. So, der will forschen. Der forscht aber nicht. Der wird die Elektroteile anfertigen. Das wird der tun. Ich finde, dass die immer noch ziemlich unkoordiniert rumlaufen müssen dafür. Und die baut Speere. Ja, das ist wichtig. Ich glaube,
Da ist nämlich der Punkt. Da geht es nämlich schon wieder los. So. Was haben wir an Speeren da? Die kann das Ding ablegen. Das ist Schrott. So, pass mal auf. Was hast denn du? Du hast schon so ein Ding. Dann nimm dir mal einen Speer. Du hast noch was. Und du brauchst auch einen Speer. Und eigentlich auch... Aber da haben wir nichts mehr. Haben keine... So. Dann müssen wir da Einberufung anmachen. Und wir müssen gucken, wo sich die befinden. Die befinden sich da hinten. Okay. Dann gehen wir erstmal hier runter. Alle vier. Schön im Gänsemarsch. So, da stellen wir uns alle auf. Und dann ist das Erste, was wir machen. Süß. Ganz goldig. Das wird ja wieder voll in die Hose gehen. Mit ihren Armbrüsten. So, Talas muss schon mit seinem Speer ran. Emmeline ist schon verletzt. Klasse. So, Talas, kannst dein Speer wegstecken und kannst deine Armbrust rausholen und kannst versuchen, damit süß Schaden zu machen. Ah, jetzt kommen sie alle. Das ist gut. Ja, wir könnten jetzt natürlich zurück zum Turm gehen. Das wäre jetzt vielleicht clever. Aber wir stechen die einfach mit dem Speer. Ah, Spannung. Auf dem Hoch, auf dem Höchst, auf höchstem Niveau. Oh, wie sieht's jetzt aus? Talas und Quinn sind verletzt. Das macht jetzt erstmal nichts. Entscheidend ist, dass wir die drei aktiven Tiere noch finden. Die sind da. Also zwei kann ich sehen. Aber bei meinem Glück kommen die sicherlich alle. Wie geil. Diese Waffen bringen null. Die sind total schäbig. So, haben wir es jetzt. Achso. Bei der habe ich es auch schon aufgehoben. Gut. Wir haben drei Verletzte. Katina müsste jetzt mal anfangen, was zu heilen. Und er wartet schon auf den Mann. Okay. Dann. Kommt die jetzt oder was macht die? Kannst du den vielleicht mal erst heilen, bevor du da anfängst, irgendwelchen Schwachsinn zu machen? Meine Güte, ist das schlimm.